Aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung fördert eigentlich die letzte Generation unsere Demokratie. Herr Haldenwang, unser Verfassungsschutzpräsident, hat ja gesagt, dass die letzte Generation die Funktionsträger zum Handeln auffordert und damit zeigt die letzte Generation, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert. Also fördert die letzte Generation unsere Demokratie? Ich verstehe, dass die letzte Generation ungeduldig ist. Auch ich hätte mir andere Ergebnisse vorstellen können. Und auch ich weiß, dass wir derzeit mit unseren Maßnahmen noch nicht wirklich die Ziele, die wir haben, gemeinsam erreichen. Und ich kann nachvollziehen, dass es da eine gewisse Verzweiflung auch gibt, gerade aus Perspektive der jungen Generation, die ja nur wissen sozusagen, was es bedeutet für sie 2050, wie alt sie dann sind und wie alt andere Menschen sind oder vielleicht auch nicht mehr auf dem Planeten sind. Aber trotzdem ist es richtig, dass dort eben durchaus Mittel gewählt werden, die jetzt ja zu entsprechenden Durchsuchungen geführt haben in Bezug auf den Fall Schwedt. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert, weil Sie die ernst nehmen. Aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Gibt es weitere Fragen? Frau Abbas. Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße.